Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Landwirtschaftssimulator 2019. Wir spielen auf der Micmac. Ich sitze hier mit meinem Waltra und fahre jetzt erstmal abtanken. Und ich habe mir überlegt, eigentlich, das dauert ja viel zu lange. Wenn wir jetzt zwei Tage nebenbei schon ansehen, dann alles wird viel, viel schneller. Deswegen glaube ich, dass ich jetzt mal gleich einen Kredit greife und dann einen zweiten Beitrag kaufe mit der Pronto 9 Meter Seemaschine, um einfach die Schlagkraft zu erhöhen, damit wir hier ein bisschen zu was kommen. Das heißt, ich nehme Kredit auf wahrscheinlich 200.000 jetzt oder sogar 210.000 und dann kaufe ich den weiter, die Pronto. Dann hoffe ich, dass wir danach ein bisschen schneller, besser arbeiten. Einen Kredit auf. Wo ging das hier? Kredit minus 200.000 müsste aber noch mehr gehen. Also wir müssen mindestens bis 450.000 Euro, also bis 200, 300.000 brauchen wir, glaube ich, safe. So viel müssten wir. Mit so viel müssten wir auskommen. So, mittelgroßer Traktor. Valtra T-Serie. Reifenhersteller Trelleborg. Dann brauchen wir einmal Breitreifen. Agri-Bumper mit, wollen wir mit 900? Ich glaube, der jetzige ist auch nur mit 900. Dann brauchen wir, glaube ich, kein GPS, die große Motorausführung und keinen Frontenladeranbau. So, kostet uns der Spaß 252.000 Euro. 200.000 und 250 Euro. So rum. Und dann brauchen wir noch die Seemaschine. Seemaschine. Saattechnik hier unten. Die Pronto 9DC. Die kaufen wir ebenso. Ist damit auch unseres. So, sehr schön. Ich wollte nochmal in der letzten Folge gucken, wie das ausschaut mit den. Genau, Kartoffeltechnik ist für Kartoffeln. Wie ich diese ganzen anderen Fruchtsorten ernte. Zwiebeln kann man anscheinend mit dem Ding machen, Karotten. Aber irgendwie ist es komisch. Und es gab auch irgendwie so ein Kompostiergerät oder sowas, so ein Komposter. Also gab es richtig kranke Dinger. Ich weiß nur nicht mehr genau, wie das alles hier funktioniert hat auf der Micmap. Es gab auf jeden Fall so einen Komposter. Und wenn man den hatte, war man schon irgendwie so der King. Hier ist zwar das Große drauf, hier ist das Tausende. Hier ist nur das Kleine. Fahren wir nochmal hier rein. Zack. Felgenfarbe einmal auf schwarz und Gewicht 1500. 1400, 1500, weiß ich nicht. So. Das heißt, wir müssen doch nochmal Kredit aufnehmen. Für Saatgut nämlich. Big Bags. Genau, hier. Saatgut, 2100 Liter. Kaufen. Mindestens mal drei Stück. Sehr schön. Haben wir Düngereinheit drin? Ich glaube nicht. Aber den Düngerstreuer kaufen wir doch erst, wenn ich eine Fuge nochmal weggefahren bin. Wenn ich nochmal zwei anhöre. Beim Händler, beziehungsweise beim
losgeworden bin, dann kaufen wir die Düngereinheiten, auch die Spritzeinheiten. Die brauchen wir jetzt gerade noch nicht, weil wir noch im Kranken sind. Wir jetzt gleich mal sehen. Ich muss auch noch mal gucken, ob wir flügen müssen. Dann müssten wir nämlich noch mal einen tiefen Lockerer kaufen. Gut. Das muss nicht geflügt werden. Die 5 benötigt rein theoretisch Kalk. Das ist jetzt aber auch das Problem. Und ich sehe gerade, hat unsere Pronto tatsächlich. Da kommt auch Dünger rein. Da kommt viel Dünger rein. Gucken wir nochmal, haben wir hier Düngerpaletten? Nee, schade. Müssen wir hier oben den Dünger kaufen. Der ist so schweineteuer, der Dünger. Das tut richtig im Portemonnaie weh. Das gucken wir dann. So, ist der Zugspann auch mal fertig. Ich denke mal, ich werde den ansetzen, sobald der andere fertig ist. Einfach damit wir dann, wie gesagt, zu was kommen. Und so lange werde ich den aber. Ich werde erstmal entscheiden, was für diese Art der erste Haar auf die Sonne und Glas. Ich muss mich gleich mal informieren, welches von den Wenn wir das wegfahren, dann müssten schon mal bei vollem Tank 50.000 Euro müssten da drin sein. Das hilft uns dann stark für unsere Technik zum Düngen. Dann die nächste Chose, die nächste Felderrunde, dann die nächsten drei Felder, die dann geerntet werden. Danach, die sind ja dann 100% gedüngt und dann gibt es ja nicht mehr Geld. Ich glaube auch nicht, dass Gerste hier das Optimum ist. Leer. Das ist ja noch lange nicht das Beste, was man sehen kann. Im Gegenteil, das gucken wir uns jetzt mal an. Die Qual der Wahl, sage ich euch. So, jetzt müssen wir hier mal durchgehen. Tabak bringt natürlich sehr, sehr, sehr viel. Tabak bringt 2.500. Hopfen auch. Habe ich Mischgetreide? Ja. Mischgetreide? Mischgetreide? Ist Mischgetreide? Mischgetreide? Ist Mischgetreide die Tridikale oder was? Alles klar. Die bringt es also auch nicht. Das heißt, Tabak wäre top. Die Frage, wie man Tabak erntet. Kompost lässt sich hier gar nicht verkaufen, da fällt das auch weg.
Ja, ist dann die Frage, wie man Tabak erntet. Müssen wir das mal im Shop gucken. Ansonsten fällt, glaube ich, alles so ziemlich weg. So, wie erntet man Tabak? Mähdrescher? Ja, mit dem Mähdrescher. Jetzt ist die Frage, braucht man dafür ein spezielles Schneidwerk? Weil diese hier können es nicht. Brauchen wir dafür einen Maispflücker? Ja, brauchen wir. Sollten wir auf komplett Tabak umsteigen und einen Maispflücker kaufen? Ich glaube nicht. In meinen Augen macht es mehr Sinn, bei Gerste zu bleiben. Gerste oder Weizen? Wegen dem Stroh, weil wir brauchen das ja für die Kühe später. Wir haben ja einen Kuhstall. Heißt im Umkehrschluss, wir steigen. Ja, Weizen ist gerade gut. Gerste ist auch im Kommen. Hafer, man könnte auch auf Hafer umsteigen. Macht Hafer auch Stroh? Ich denke schon. Schön, machen wir Hafer drauf. Auf. Machen wir hier keinen langen Schnickschnack. Gucken wir jetzt hier nochmal die ganze Scheiße an. Wir wollen düngen oder säen. Nein, wollen wir nicht. Weg damit. Kursgenerierung. Feld 2. Pass auf. Vorgewende. Zwei Bahnen. Im Uhrzeigersinn. Deaktivieren. Arbeitsbreite ist 9 Meter. Generiere mir den Feldkurs. Klingt gut. Der fährt an. Der fährt, ich fahre den rein in seinen Kurs. Dass der dem Drescher in die Quere kommt. Geld kann man. Was haltet ihr eigentlich von LS19? Spielt ihr LS19? Guckt ihr nur LS19? Habt ihr selbst Landwirtschaft zu Hause? Ich würde da gerne mal so ein paar Fragen einfach mal stellen. Warum guckt man LS Let's Play? Ist es die Interesse an der Landwirtschaft? Hab ich das? Weil ich auch noch eine Klatsche habe? Ich glaube, den geht zu langweilig. Aber mal gucken, wie das hier so ankommt. Woran liegt es? Warum guckt man? Oder warum spielt man LS? Spielt LS? War, glaube ich, für die nächste Folge, die ich beantworten werde. Aber jetzt sind wir erstmal fertig für diese Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein, macht's gut.
Ciao, ciao.